Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Undead Legacy. Mr. Senfbrett ist auch dabei. Hallo, Monsieur. Moin, Leute. So, ich habe jetzt ein wenig an den Soundeinstellungen rumgeschraubt. Bei Mist hat es im Laufe der Woche schon funktioniert. Bei diesem Spiel sollte es ab heute soweit sein, dass der Sound vernünftig passt. Es ist halt immer ein bisschen doof durch die Vorproduktion und da ich alles auf einer Tonspur habe, kann ich da nicht so wirklich dran rumbasteln. Und Subsistence sollte auch in den nächsten Tagen irgendwann folgen. Ich denke, spätestens Montag oder Dienstag sollte auch da alles einwandfrei laufen. Hoffe ich zumindest. Gut, was haben wir für heute auf dem Plan? Ich renne hier schon wieder planlos hin und her. Da hinten sind überall Tiere und so. Wir wollen umziehen. Und zwar wird das hier jetzt erstmal noch die Horde-Base bleiben. Wir haben ja gleich Horde. Aber vom Grundsatz her wollen wir in Zukunft wohnen in der Scheune, haben wir uns überlegt. So, wie geht denn der Gebietsblock, heißt das Ding? Gibt es den hier überhaupt noch? Kann ich den überhaupt bauen? 20 Metall, 5 Steine, haben wir sowas? Richtiges Metall oder nur Eisen? Diese Eisenfragmente da. Die haben wir. Dann bau doch mal so ein Gebiet, oder so geht's auch, dann mache ich das mal schnell. 5 Steine, habe ich die? Jetzt habe ich die. So, jetzt baue ich hier so einen Gebietsblock. Kann ich den überhaupt bauen? Ne, brauche ich da echt ein Buch für oder was? Artisan's Table brauchen wir dafür. Ist das ein Artisan's Table? Ne, das Carpenter Table. Mist. Gut, dann können wir das sowieso noch nicht. Gut, dann lassen wir das alles stehen und laufen jetzt einfach mal los. Ich nehme mal alles an Gepäck mit, was ich so mitnehmen kann. Ach, da ist ja gar nichts mehr drin. Liegt hier noch was in den Warteschlangen? Nö. Ja, dann lass uns doch direkt mal loslaufen. Ich habe alles mitgenommen schon mal. Sehr gut. Nö, alles gut. So, dann mal los. Einfach, ja, jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Wir müssen über die Brücke und zwar nach hier, glaube ich. Nee, das kann ja gar nicht sein. Da irgendwie. Doch, wir rennen erstmal hier über diese Brücke. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo das Ding ist, aber die Brücke dürfte es sein. Machen wir das? Ist das die richtige Richtung? Nee, das ist die falsche Brücke. Kann nicht sein. Wir müssen am Händler vorbei. Der ist hier. Wir müssen nach Norden. Norden ist der Weg, den wir haben wollen. Und da müsste irgendwo die Scheune sein, wenn ich mich recht entsinne, wenn sie die Map nicht schon umgebaut haben, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht ist das auch hier schon. Guck mal, wenn ich hier einfach so durchlaufe, das sieht doch auch schon aus. Ah ne, das ist ja das Strandhaus, da waren wir doch schon. Alles gut. Laufen wir einfach mal hier die Straße runter. Ich bin durstig, sagt er. Und Hunger habe ich auch. Hast du eigentlich irgendwas zu essen oder so? Oder zu trinken? Ich schau gleich mal. Also ich hätte... Ach hier, guck mal, gekochtes Wasser habe ich so ein bisschen was. Benutzen wir mal. Und da ist ein Senfbrett. Habe ich Essen? Essen? Ich habe 2 Dosen Erbsen und 2 Dosen Hühnersuppe. Ja, behalt mal. Nee, komm, ist egal. Wir laufen jetzt einfach erstmal. Nimm hier noch so ein bisschen was von dem Zeug mit, dass wir dann da, wenn wir gleich ankommen, uns was Schönes kochen können. So, wenn wir ein bisschen Fleisch haben, dann können wir schon. Habe ich tatsächlich. Machen. Ich habe eben in der Testaufnahme, um nochmal final die Toneinstellungen zu testen, habe ich, ja, wie soll ich das erklären? Also ich wollte eigentlich nur über dieses Fass da hinten auf dem Wohnwagen drauf hüpfen. Und dann habe ich es geschafft, ein Häschen vor mir einzusperren, zwischen dem Fass und mir. Und ja, das konnte ich dann mal eben kurz schlachten. Ich habe 10 Fleisch in Tesch. Und ein bisschen Leder auch. Das brauchen wir, glaube ich, für die Schmiede nachher, wenn es sowas überhaupt gibt. Muss man auch nochmal alles gucken. Ach, hier darf ich nicht, ne? Hier darf ich ja nicht. So, und dann müssten wir, wenn ich mich nicht irre, müsste irgendwo da hinten jetzt noch eine Brücke kommen. Und wenn wir da rüber gehen, dann kommen wir zum Bauernhaus da, zur Scheune. Wann hättest du alles mit deinem brennenden... Warum hast du eigentlich einen brennenden Hammer? Ja, da habe ich einen Mod draufgeschraubt. Ja, ist ja mega. Aber warum habe ich den nicht? Nein, tue ich nicht. Nur manchmal. Nur manchmal, sagt er. Nur manchmal One-Hit. So, jetzt gucken wir hier mal links ums Eck. Ich wette mit dir... Was hast du jetzt gemacht? Ach, du schießt auf Hühner. Ja, aber vergeblich. Ich bin sehr hungrig und so. Da ist so ein kriechendes Kriechwesen. Zack. Ah, ich glaube, die haben irgendwas umgebaut. Irgendwie komme ich mir hier nicht richtig vor. Aber wir gucken mal weiter. Stück für Stück, immer weiter, immer weiter. Da ist ein Einkaufswagen mitten auf der Straße. Hast du den hier stehen lassen? Klar, ich gehe gerne shoppen im Nichts.
So, überm Berg ist immer weiter als zu Fuß, habe ich mir mal sagen lassen. Warum zum. Ich dachte, ich hätte eigentlich. Aber habe ich nicht. Ach, es geht nicht, liegt gar nicht an meiner Ausdauer. Liebe Leute, da hat das wieder mal voll verkorkst, der Junge. Reparieren muss ich mal. Wo ist meine Keule? Hier ist sie. Kann ich nie reparieren. Fehlen Sachen für. Ich Ja, brauche. ich hab. Er hat. Er hat. Was hat er? Was hat er? Ich hab, bevor wir weggegangen sind, noch 7 Stück gebaut. Das ist ja lieb von dir. Und ist das das Richtige? Jawohl, es ist das Richtige. Und da ist sie wieder, meine Keule. Da kann ich wieder rumknüppeln. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir schon wieder völlig falsch sind. Haben die die Map umgebaut? Camping Rest Area. Da mitten auf dem See ist so eine Hütte. Irgendwas ist hier anders. Hier ist so eine Art Anleger. Lass mal hier einfach noch ein bisschen weiterlaufen. Wir kommen schon irgendwann dahin zu dieser Scheune. Wenn es die überhaupt noch gibt, vielleicht haben sie die auch komplett weggebaut schon. Weil hier sind so einige Sachen, auch an das Gebäude, wo wir jetzt gerade drauf zulaufen, kann ich mich nicht daran erinnern, das jemals hier gesehen zu haben. Ich denke, die werden die Mob ein wenig ummodelliert haben, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Was sagst du dazu, Mr. Senfbrett? Kann gut sein. Ich habe keine Ahnung. Levels Game habe ich tatsächlich nie viel gespielt. Ich auch schon ewig nicht mehr. Aber da hinten hinter der Brücke ist auf jeden Fall irgendwie Tankstelle oder so. Vor uns ist ein Riesenberg. Was ist das für eine Hütte hier? Die sieht ja auch ganz nett aus, ne? Wollen wir da rein? Ne, wir haben noch genug. Ne, wir haben schon 17:30 Uhr. Ist ja auch kein Problem. Ist ja nur Horde Nacht gleich, ne? Wenn es weiter nichts ist. Ja, ist ja erst die zweite Nacht. Da machen wir gleich mal hier irgendwie so was Cooles. Stellen einfach hier so ein kleines. So ein Mili-Dingen auf. Damit werden wir schon klarkommen, denke ich. Oder kommen jetzt schon Grüne hier gleich? Ich hoffe nicht, also nochmal nicht. Welche Horde ist das jetzt? Die dritte, ne? Die zweite. Die zweite? Die zweite tatsächlich. Haben wir erst eine Horde? Ich dachte, wir hätten schon zwei gehabt. Nope. So. Ja, keine Ahnung. Also ich würde jetzt so sagen, wenn ich mir das jetzt so angucke, hier werden wir nicht an unser Ziel kommen. Ist das da hinten schon wieder ein Händler? Nö. Ach nee, das ist das, was ich eben gesehen habe. Ja, pass auf, dann machen wir doch diese Horde einfach da vorne auf dem Dach. Alles andere hat ja keinen Wert. Ja, dann gehen wir aufs Dach von dem Gebäude da hinten und machen dort die Horde. Oder wollen wir hier die Brücke dafür nehmen? Geht auch, aber es wird anstrengend. Wieso? Da kommen sie immer schön hoch. Nur eigentlich nicht. Wir kloppen drei von den Dingern weg. Wie viel HP haben die denn? Hier gibt es gar keine HP-Anzeige mehr. Ist das bei mir kaputt? Savage Nee, Country. nur der Balken in der Mitte. Den hast du noch. Aber die Red haben Rare für einiges. Primal Survivors. Okay, das scheint ein Klamottenladen oder sowas zu sein. Dann lass uns da einfach mal aufs Dach gehen. Von außen sieht es jetzt nicht so aus, als hätten die hier großartig. Oh, cool, Puppen. Hier können sie auch nichts machen. Kommen wir da überhaupt noch aufs Dach? Gibt es hier die Leiter nach oben noch? Kann auch sein, dass wir da von außen gar nicht mehr aufs Dach drauf kommen. Das wäre natürlich mega doof. Sieht aber echt so aus. Nee, also Leiter gibt es hier nicht. Haben wir noch Woodframes irgendwie? Haben wir sowas? Haben wir letztes Mal schon gesucht. Ich glaube, wir sind da nicht fündig geworden, oder täusche ich mich? Ich glaube, die können wir bauen, oder? Oder hätten wir die am Sägetisch bauen müssen? Haben wir sonst noch irgendwas? Ah, warte mal. Wir brauchen keine Woodframes. Was soll denn das? Hops. Oh nein! Oh, hier oben auf dem Dach ist ein bisschen was los. Kannst du mir die Heuballen runterschmeißen? Also die obersten wegnehmen und ich nehme die untersten weg? Heuballen im Anflug. Danke.
Okay, also durch den Glasfußboden können die Viecher durchbrechen, habe ich gerade festgestellt. Vögel sehe ich hier jetzt für den Moment erstmal noch keine. Hier hockt irgendwie einer rum, aber ich glaube, der ist tot. Also so richtig tot. Was zu essen hat er gefunden? Ja, ich glaube, hier können wir die Horde-Nacht drauf verbringen. Hier ist so ein Loch. Ach, und hier gibt es auch so ein Hatch. Genau, normal wären wir hier jetzt wahrscheinlich hochgekommen. Ist auch wieder die Frage, warum habe ich Idiot die Typen aufgeweckt, obwohl ich keine Ausdauer habe? Ich hatte doch eben was zu essen gefunden. Du machst das schon, oder? Ich habe keine Ausdauer. Ach, ist nicht schlimm. Aua. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Oh nein, nicht übers Fenster laufen. Du brichst sie ein. Aber die Zombos können da alle rüber. Guck dir das mal an. Ja. Die sind ja nett, oder? Leg dich mal kurz hin, Kollege. Da vorne ist die Krankenschwester. Die hole ich mir. Die ist Single. Guck mal. Bums. Ja. Ab mit dem Kopf. Ich glaube, Horde-Nacht fängt auch gleich an. Also in 10 Minuten fangen die an zu rennen. Hier ist alles tot. Also hier kann nichts passieren. Wie sieht's hier aus? Okay, also hier könnten sie tatsächlich hochkommen. Lass uns mal versuchen, hier schnell die Dings kaputt zu hauen. Oh, das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Kommst du schnell noch helfen, oder? Ja. Weil ich glaube, ich schaffe das nicht, bevor Horde-Nacht anfängt. Und dann ist die Frage, was machen wir dann hier oben überhaupt? Oh, guck mal, da kommen sie nämlich schon, die ersten Jungs. Willst du da mal runterhauen mit deinem Hammer? Die kommen jetzt hier hoch gleich. Ja. Du haust sie weg, ich hau weiter auf die Leiter drauf. Ja. Tüttel habe ich schon, das wird also schon werden. Triffst du die auch? Jo. Okay, ich helfe dir mal beim Weghauen, glaube ich. Keine Ausdauer. Ich auch nicht. Wer braucht Ausdauer? Vielleicht sollten wir einfach die Klappe wieder zumachen. Was meinst du? Zu spät, sind alle oben. Ne, da kommen noch mehr. So, jetzt ist die Klappe erstmal zu. Klappe zu und Affe tot. Ich muss mir gleich noch schnell was zu essen reinpfeifen. Und ein Verband. Ob wir das hier jemals hinkriegen werden? Benutzt das mal. So, und die fangen vor allem jetzt auch jede Sekunde an zu laufen. Komm mal hier wieder hinter das Fenster. Vielleicht können wir die ja irgendwie runterlocken, dass die wieder hier wie eben, ne? Weißt du, wie ich meine? Ich bin sehr hungrig, sagt er mir. Sehr hungrig. Das hier ist Steroide, hätte ich noch. Jetzt ist Horde Nacht, jetzt fangen sie gleich an zu laufen, die Jungs. Da geht's schon los. Hier bin ich. Sie fliegen einfach rüber über das offene Glasfenster. Die ollen Jungs. Ich helfe dir. Komm zu mir. Rückwärts. Keine Ausdauer. Und die hauen da hinten unser Tor. Ich bin gleich sowas von tot. Lauf mir entgegen. Dann kann ich Ausdauer nutzen. Ah, er ist tot. Da liegt Loot. Hoffentlich ist das was, was mich wieder heile macht. Natürlich nicht. Wie ging das? Sort bei Preis. Achso, hier war das, genau. Oh, ich werde sowas von und so weiter. Und mega überladen bin ich auch. Ne, noch nicht ganz, aber fast. So, wie sieht denn das aus? Können wir von hier aus zufällig die... Ach, wir können von hier die Leiter bewachen. Wenn wir irgendwas haben, womit wir da hinschießen können. Guck mal, das sollte sogar gehen. Ich habe noch 15 Schuss mit der Donnerbüchse. Ja, das ginge auch. Pass auf, dann machen wir das so. Ich habe nämlich auch noch ein paar Schuss mit der Donnerbüchse. Dann lass uns mal hier die Leiter nochmal aufmachen. Und versuchen weiter auf die Leiter drauf zu hauen. Ich schieße, du hackst. Okay. Bereit? Ja. Bitte hacken Sie los. Ich habe getroffen. Ich mach zu. Wieso ist der schon oben? Der ist ja fies. Oh nein! Nein! Jetzt nein. Musst du schnell hochkommen. Beeil dich, ich habe aufgemacht. Schaffe ich nicht, oder? Nein! Ist er schon tot? Nein. Ich bin irgendwie verbuggt. Ich bin durch die Wand gelaufen. Ich bin tot. Schwer. Verdammt! Ich bin durch die Wand gebackt. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ach, herrlich. Wir werden sowas von sterben. Oh nein, ja, warte, wir sind schon gestorben. Okay, aber jetzt haben wir die gute Nachricht. Jetzt stehen wir ja gleich wieder auf dem Wohnwagen. Ach, du bist auch gestorben? Ja, ja. Ja, ich habe die Tür nicht mehr zugekriegt und dann kamen sie alle hoch. Ich wollte dir ja helfen, aber... So, jetzt sind wir beim Wohnwagen. Jetzt kommen die Jungs erstmal alle hier hin.
Und dann warten wir, bis die Horde Nacht vorbei ist. Tag 6. Jetzt habe ich einen Totenkopf hier und so einen Sensemann. Nahtodtrauma. Hallo? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Also hier bei unserem Aufgang sind welche? Aber unserem Aufgang. Ich komme hier mit der Donnerbuchse. Oh, warte. Ich habe keine Munition in meiner Donnerbuchse. Ich auch nicht mehr. Die lag in meinem Koffer. So, dann kommt mal hoch hier, Jungs. Damit ich euch wieder runterprügeln kann. Tschüssen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen koordiniert machen. Haben wir irgendwie Dynamit oder sowas gehabt? Wenn ist alles beim anderen Haus. Also ich glaube tatsächlich, ich hatte Dynamit. Ich habe sogar eine Pistole und da noch Patronen drin. Yo, ich habe noch 7 Schuss in der Pistole. Oh oh. Die Mama gehört Kein dir. Problem. Ja, komm, lassen wir die jetzt einfach hier hochkommen. Und dann hauen wir sie weg. Oder die hauen sich da unten halt selber den Weg kaputt, dass sie gar nicht mehr hochkommen können. Dann bleiben wir hier so lange stehen, bis der Wohnwagen einstürzt. Guck, da geht's nämlich schon los. Kommst du an die gut ran? Ah, aktuell noch nicht. Ne, komme ich nicht. Oh. Aber die machen hier den Hochstapler. Ab mit dem Kopf. Paar gezielte Headshots und läuft. So viele sind das ja nicht da unten. Ich glaube, da kommen noch welche. Guck mal, ein Speer habe ich auch noch. Nein, ich kann meine Hammer nicht mehr reparieren. Ich habe die Kids im Koffer gehabt. Im Koffer? Also in der Ich Tasche. glaube, der ist oben. Hast du ihn? Er messert ihn. Ab mit dem Ja, Kopf. ich kann nichts anderes mehr. Ich bin leer. Ich habe nichts mehr. Irgendwas habe ich hier hinten noch. Was bist denn du? Auch ein Speer? 3 Stück. Sind das Pfeile? Okay, der ging schon mal daneben. Nee, das sind keine Pfeile. Was ist denn das, was ich da habe? Ach, Woodspikes. Ja, die helfen uns jetzt tatsächlich nicht weiter. Die hätte ich wohl vorher da unten hinstellen sollen, hm? Wäre praktisch. Du bist runtergehüpft. Warum machst du sowas? Komm schnell wieder hoch. Ich habe den Zombie gemessert. Ja, aber wenn der tot ist, fällst du doch runter. Yep. Wie viel sind denn da unten noch? Mindestens 7. Kurz ein bisschen Ausdauer auftanken, dann kriegen wir die doch weg, oder? Oh, ich bin mit dem Messer ziemlich stark, also ja, ich denke, wir kriegen das hin. Mein Speer liegt auch noch da unten. Dass ich keine Ausdauer reinkriege, das kann ja auch nicht wahr sein, ey. Weg ist er. Warte mal, ich koche uns mal schnell noch was zu trinken. Habe ich ein bisschen Holz? Ne, habe ich nicht. Mist, kann ich nichts zu kochen trinken. Ne, zu trinken kochen, so, Entschuldigung. So vielleicht? Ne, kann ich nicht machen, habe kein Holz. Kann ich Heu verbrennen? Das brauchen wir ja gleich, um da oben auf die Bude drauf zu kommen, ne? Hilfe! Hab ich. Danke. Sind das nur noch die 3? 4? Naja, gut, 5. Fünf. 5 noch, okay. Hungriger Zombie heißt der eine. Cool. Schaffen wir ihn? Wiederbelebte Leiche. Sehr schön. Na, so wird das nix. Habe ich eventuell hier so Perk-Punkte? Ich habe einen Skill-Point. Guck mal. Vielleicht kann ich ein bisschen was in Ausdauer oder so reinstopfen. Hier, guck mal. Oder in Knüppel. Kampfeigenschaften. Hätte was. Bums. Nur keine Punkte jetzt mehr übrig, aber ein bisschen mehr. Oh, guck mal, direkt noch einen Punkt bekommen. Dann können wir jetzt hier noch einen in Knüppel setzen. So, jetzt komme ich auch mal darunter. Siehst ja so aus, als würdest du das alles im Griff haben. Yep.
Ich loot das mal hier, Ratzeputz. Vitamine und so. Hier ist mein Speer. Ja, guck mal, du hast die Horde-Nacht für uns überlebt. Wie cool ist das denn? Das Problem, was wir jetzt haben, wir kommen nicht mehr aufs Dach. Ach, das ist ja kein Problem. Dafür habe ich ja einen Heuballen. Aber was wollen wir denn auf dem Dach, wäre jetzt meine Frage. Gute Frage, weiß ich nicht. Na, hier ist nämlich aktuell eigentlich nichts, außer unser Rückzugsort. Ja, kochen kümmern nichts, weil wir haben kein Holz. Ich würde sagen, vielleicht, jetzt ist Tag, ne? Ich würde sagen, wir laufen jetzt direkt rüber da zu diesem Laden. So, schnellster Weg und so. Wie kriegen wir das denn hin? Da sind wir gestorben. Schnellster Weg wäre einfach hier, zack, hoch wieder. Oh Gott, das ist so weit weg. Vielleicht sollten wir mal ein Fahrrad oder sowas bauen, damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Und irgendeiner hat hier was angepflanzt. Kürbisse und so. Ja. Ja, lass mal einfach wachsen, ne? Komm, wir laufen mal. Norden ist das Ziel. Warum laufe ich dann nach Süden? Weil du es kannst. Ja, na klar. Aus welchem Grund auch sonst, ne? So, dann lass mal gucken. Bisschen Holz vielleicht noch mitnehmen. Achso, jetzt hätten wir mal gucken können wegen Holzrahmen. Mist, jetzt ist meine Axt kaputt. Ich kann kein Holz mehr mitnehmen. Ja, spektakulär. Also wir haben jetzt eine Aufnahmesession gerade wieder angefangen. Der ein oder andere hat es mitgekriegt. Man hört es hoffentlich am Ton. Und ja, keine Ahnung. Der Einstieg war jetzt echt gar nicht so einfach, muss ich sagen. Mit der Horde nachts hatte ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber ist gar nicht schlimm. Ich denke, so haben wir trotzdem jetzt ein bisschen Spaß an der Backen gehabt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Rucksäcke mal wiederholen. Ich sterbe! Wieso machst du denn sowas? Womit genau? Ich lebe! Ich hatte einen Wolfsrudel angegriffen. Ein ganzes Rudel gleich. Nein! Noch einer! Ich habe 3 Stück erledigt. Wo genau hast du die Pistole her? Die hatte ich vom letzten Mal noch mit 48 Schuss. Ja, guck mal. Dann gibt es jetzt Essen. Hast du gute Macht. Wie, du hast eine Pistole mit 48 Schuss? Wo hast denn du die Patronen? Hast du die in deiner Hotbar gehabt? Glücklicherweise ja. Guck mal, da... Sonst wäre ich jetzt tot. Da hört man wieder den schlauen Jungen. Boah, wie viele waren denn das jetzt? Ab mit dem Kopf. Kommt 3 Stück. Oh, mein Skill Animal Harvesting has improved. Ich glaube, da kommt ein Zombie von hinten irgendwie angelaufen. Da ist er. Das ist barfuß. Eigentlich wollte ich sagen, ab mit dem Kopf. Aber ab mit dem Arm ist auch in Ordnung. So, jetzt aber los. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal was zu essen. Schinkenspeck mit Eiern lässt grüßen, glaube ich. Ja, Eier haben wir auf jeden Fall. Weiß jetzt natürlich nicht, vielleicht die spawnen die Rucksäcke ja auch hier nach 3 Minuten. Aber aktuell wird er bei mir noch angezeigt. Hier, ja, bei mir auch. Hier ist noch Eisen. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir jetzt den Wasserweg oder den Fußweg? Wie du möchtest. Ich brauche Reparaturkits. Ich kann nichts mehr farmen aktuell. Was ist denn das da geradezu? Ist das so eine Art... Ach, das ist, glaube ich, so ein Zeltlager. Wollen wir da mal kurz einmal reingucken? Was können wir machen? Ich meine, wir haben ja jetzt unser Ziel. Ich würde sagen... Ach, guck mal. Da ist sogar Mais und so. Vielleicht ist das ja der neue Bauernhof. Aber die Scheune können wir tatsächlich nicht gebrauchen. Warte mal, sind bei diesen Dingern nicht auch immer Geier ohne Ende und so? Nee, ich glaube tatsächlich keine Geier. Doch. Ich wusste es. Ich hasse diese Tierchen. Immer Geier. Gibt ein paar Federn. Und Rottenfleisch, ne? Verrottetes, genau. Rottenfleisch. Da kommt der Dengländer wieder raus. Und ein Zombie haben wir auch noch. Ups, Verzeihung. Ab mit dem Kopf. Wow. Erschreckt mich doch nicht so, liebe Krankenschwester. Guck mal, da ist eine Tasche unterm Sessel. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht mit seinem Versteck. Schauen wir mal rein in die Judestube. Pfeile und was zu trinken.
Die können wir aufheben. Gibt es hier irgendwas? Nö, 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 nö. Toll, jetzt habe ich Ausdauer verschwendet. Ich dir da helfen ist eine Tasche wollte. Drunter. Ja, dann hol du mal. Und geh mal beiseite, Minion. Guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir Dynamit. Hauptblut von diesem... Ach nee, ich habe ja keine... Ich kann ja gar nicht mehr... Du musst hier die Kiste leider aufhauen. Oh, ja. Essen. Meine Axt ist auch kaputt. Echt jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Und Reparaturkits hast du keine gefunden, ne? In meinem Rucksack sind welche. Ja, das hilft uns hier jetzt gerade so für den Moment nicht weiter tatsächlich. Wie baut man die denn? Gab es da irgendwas für? Ja, du musst die Seile haben. Die brauchst du vom Tisch. Sonst kannst du nicht bauen. Seile, Seile, Seile. Nee, Seile habe ich tatsächlich nicht. Ein Seil, ja. Und Stöckchen. Gut, Stöckchen ist jetzt nicht das Riesendrama. Hier vielleicht im Mülleimer. Gibt es doch bestimmt irgendwo ein Seil. Ein zusammengebrochener Chemietisch. Ich mach die Kiste einfach mit dem Messer auf. Geht auch schnell. Ja? Guck mal, ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe gedacht, Axt kaputt. Bin ich jetzt ganz hilflos. Man kann das ja auch einfach mit dem Messer machen. Oh! Die haben uns gedacht, die wussten zwar, unsere Hacken sind kaputt, aber die haben uns einfach zwei Schaufel gegeben. Habe ich auch nichts dagegen. Ich wollte jetzt hier das ganze Cobblestone-Zeug und so looten. Wo kommst denn du her? Da liegt noch die Schaufel drinne für dich. Sagt er da, hier in der Kiste, ne? Ja. Ach, guck mal, so eine habe ich doch schon. Aber ist egal. So, dann lass uns hier mal ein bisschen das ganze Cobblestone-Zeug und so mitnehmen. Und hier dieses Zement. Wer weiß, wofür wir das noch gebrauchen können nachher, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Kostet ja nichts. Ja, ist das Cobblestone auf Deutsch Pflastersteine, ne? Genau. Muss man das echt abgewöhnen. Ihr müsst wissen, ich habe dieses Spiel halt wirklich echt schon seit absolut Early Access mäßig gespielt. Und da gab es das Spiel halt noch nicht in Deutsch. Da war eben noch alles in Englisch. Und ja, solche Spiele suchte ich halt meistens dann, wenn sie rauskommen, richtig hart. Und dementsprechend habe ich mir quasi das ganze Seven Days to Die Vokabular auf Englisch angeeignet und bin da irgendwie nie drüber weggekommen. Ich bleibe halt immer bei Englisch. Selbst wenn ich irgendwelche Sachen in die Suche eingebe oder so, ich tippe in der Regel immer die englischen Wörter ein. Aber funktioniert meistens. Also ja, zum Glück macht Seven Days das so, dass deutsche und englische Wörter funktionieren. Ja. Das finde ich schon ganz gut. Guck mal, da vorne ist hier Mrs. Zombo. Lass die mal klatschen. Verzeihung. Sie hat schon aufgegeben. Du musst immer noch einen drauflegen. Hauen. Ja, eher einen abnehmen, würde ich sagen. So, jetzt ist schon wieder 10 Uhr. Oh, wir müssen auch langsam gucken, wir haben schon fast die halbe Stunde voll. Also ich würde sagen, wir holen jetzt noch gemeinsam den Rucksack, checken mal einmal die Lager aus. Die Bude dürfte ja jetzt gut leer sein. Na, jetzt hier nicht das nächste wieder looten, Mr. Senfbrett. Komm, lass jetzt erstmal weiter, dass wir unsere Rucksäcke holen. Wir können hier so viel noch zu looten und zu holen und zu machen. Das Ding hier reizt mich auch. Ich kann mich erinnern, dass ich das tatsächlich mal gelootet habe. Und auch da wollte ich dann mit der Schaufel diese ganzen Pflastersteine und so einsammeln. Da ist der ganze Kram auf mir zusammengebrochen und ich bin gestorben. Ich hoffe, dass die den Bug inzwischen behoben haben. Schauen wir mal. Aber das sind auf jeden Fall alles Gebäude hier, die werden wir uns noch genauer angucken. Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wir müssen ja hier nicht direkt mit einer Überlänge starten heute. So, ein paar Steine nehme ich mit, die kann man ja auch immer gut gebrauchen. Und dann müssen wir gleich auch mal gucken, dass wir wieder in die Gänge kommen irgendwie, ne? Yep. Wir hätten vielleicht mal einen von den Tischen abbauen sollen. Deswegen wollte ich diesen Gebietsschutzblock bauen, aber das ging halt nicht, weil wir den Tisch nicht hatten. Das ist auch ein Riesengebäude da hinten, ne? Dieses Hafendings da, ist das ein richtiger Hafenkomplex? Oh, sieht auf jeden Fall gut aus, ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher. Sind wir da nicht eben vorbei? Doch, wir müssen hier jetzt einfach erstmal da vorne über die Brücke und dann sind wir schon am Ziel und ja, kümmern uns auch gleich. Was bist denn du? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ab mit dem Kopf. Da kommen noch zwei, aber. Ja, ich habe jetzt keine Ausdauer. Ja, ich brauche unbedingt mal einen Rucksack.
Da sind auch die Reparaturkits drin, glaube ich, ne, dass wir da mal weitermachen können. Ja. Ist jetzt halt die Frage, wollen wir dann hier auf diesem Kleidungsladen erstmal wohnen oder wollen wir direkt nochmal zu einem anderen Standort umziehen? Mein Ja, die St Rucksack ist oben, deiner ist unten, ne? Dann gehen wir unten rein Genau. und gehen über die Leiter dann meinen holen. Ist, glaube ich, das Sinnigste. Guck mal hier die Autos mal schnell nochmal angucken. Zumindest das eine. Sehen. Klebeband und Kleber und so. Kann ich hier einfach. Ach, guck mal, das ist ja schick gemacht. Zack und rein. Rein mit uns. Weil hier sind auch gar nicht so viele Zombies drin. Hier gibt es den Hilf mir mal Waffenschrank. schnell, schnell. Schnell, sagt er. Wo bist du denn? Ich bin wohl tot. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ja, es gab ein Problem an meiner Theorie. Ich habe meinen Rucksack gehabt. Der ist tatsächlich ganz nach unten gefallen. Nur. Du hast Push-to-Talk vergessen zu drücken, glaube ich, gerade. Oder Push-to-Talk ist kaputt. Also ich höre dich noch. Das müsst ihr vielleicht auch wissen. Der Mr. Senfbrett ist, sitzt jetzt mal im Nebenraum ausnahmsweise. Ja. Ich höre ihn durch die Tür, aber was machst du denn da für Faxen? Aber ich höre ihn nicht mehr online. Also ich glaube, du hast deine Push-to-Talk-Taste kaputt gemacht. Falls du mich überhaupt noch hören kannst, weiß ich jetzt ja nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Ich habe dich eben gerade die ganze Zeit nicht gehört. Ach, Ich glaube verrückt. tatsächlich, das lag nicht an mir. Wow, 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 wow. Hier sind einfach viel zu viele von den Jim-Bobs. Zieh mal wieder raus, bitte. Muss mal hier vor die Tür gehen. Kommt mal alle raus. Ja, kommst du noch mal wieder her? Dann, Yep, ich bin also. auf dem Weg. Hat man denn meine Story gehört, warum ich gestorben Nee, bin? na, leider tatsächlich nicht. Du hast irgendwas erzählt, dass der Rucksack runtergefallen ist und dann warst du weg. Einfach futsch. Genau, der Rucksack ist nach ganz unten gefallen. Und ich dachte mir, ja, schnappst du dir den, sammelst alles mit R ein und rennst aus dem Haus raus. Gesagt, getan. Und dann war ich komplett überladen und konnte mich nicht mehr bewegen und hatte Zombies hinter mir. Ich erinnere War mich etwas daran, blöd. dass du vor der Aufnahmesession gesagt hast, ich muss auf jeden Fall gleich Steroide nehmen, sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Autsch. Ja, davon besitze ich auch keine. Und der Rucksack ist mehr überladen, als wir bei dir jetzt krank sind. Ich hab aber Steroide. Das ist gut. Und Stimmverlust. So, Jungs. Einer noch. Kurz mal warten. Hier, ich könnte in der Zeit mal was trinken, ne? Bis der hier ist, dauert ja einen Moment. So. Nee, der braucht noch einen. Und noch einen vielleicht? So, jetzt. Boah, meine Keule will echt viel. Ach, die ist schon wieder kaputt. Verdammt. Der Messer. Ab mit dem Kopf. Also diese Messerfunktion finde ich schon geil, muss ich sagen. Das haben sie gut hingekriegt. So, jetzt ist hier auch wieder hell in der Bude. Hier gibt es was für Frauen. Da wollen wir gerade noch nicht hin. Ladenregal. Okay. Essen nehme ich gerne. Hier gibt es Waffen. Munition und sowas. Aber eigentlich wollte ich ja meinen Rucksack haben. Gucken, ob ich da jetzt irgendwie rankomme. Ich höre dich. Ich bin noch Nee, nee, ziemlich nicht weit dich. weg. Nicht dich, Entschuldigung. Den Zombie. Oder die Zombies. Es sind schon wieder zwei Stück. Wo war denn der Raum mit der Leiter nach oben? Ich hau daneben. Nochmal. Treffer. Der ist hin. So, einer noch. Der braucht noch einen. Oh, noch einen. So, schnell mal was futtern hier. So, und jetzt gucke ich mal. Die Leiter muss doch hier irgendwo sein. Ich bin doch direkt auf der Leiter quasi gestorben. Da oben liegt mein Sack. Und da geht's rauf. Herrlich. So, also ich bin tatsächlich jetzt bei meinem Rucksack wieder angekommen. Ich bin jetzt auch im Haus. Und ich bin nur ein bisschen überladen. Ich kann aber Reparaturkits bauen. Fünf Stück mache ich jetzt auch direkt, dass wir mal hier wieder klarkommen. So, dann lade ich hier mal meinen Quatsch durch. Bisschen hiervon. Das Ding reparieren wir direkt. Geht noch nicht, weil die Kits noch nicht fertig sind. Guck mal hier, die Badabum kann ich mal nachladen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier haben wir das Loch. Bist du das? Yep. Jo, ach, du lootest da unten jetzt schon fleißig alles. Nee, Ja. bisher nicht. Ja,
Gut, ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, wir bleiben vielleicht erstmal bis zur nächsten Horde-Nacht. Lassen wir das hier so als Horde-Base stehen. Looten das in der nächsten Folge mal komplett leer. Machen uns hier mal so eine provisorische Kiste hin. Und dann gucken wir uns die Gebäude hier im Umkreis mal an. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann entscheiden wir, wo wir wohnen wollen. Was hältst du davon? Ja, können wir so machen. Klingt gut. Ist doch eine Idee, ne? So, was brauchen wir denn für so eine Kiste? Ach ja, hier war das Problem mit diesen komischen Pappboxen. Pass auf, dann machen wir das doch so. Irgendwo hier müsste doch noch was gewesen sein. Hier war dieser Rucksack und ein Müllhaufen und ein Vogelnest. Irgendwo hier können wir Zeugs reintun. Hier in den Rucksack. Da schmeiße ich jetzt erstmal rein. Ja, Sachen für die Hordenacht wäre zum Beispiel eine Rohrbombe. Kann, glaube ich, ganz gut sein. Molotow-Cocktails könnten ganz gut sein für die Hordenacht. Ja. Vielleicht Stiefel oder doch die? Ich weiß noch nicht so genau. Ein bisschen Schmerzmittel vielleicht noch. Zack. Dass wir da erstmal klarkommen. Ja, und der Rest hier so ein bisschen Muni und so, das will ich schon mitnehmen. So eine Ersatzfuchtel und ein paar Schuss dafür könnten wir auch noch hier lassen. Für alle Fälle, man weiß ja nie, ne? So, was brauche ich denn jetzt noch, damit ich mehr Platz in der Kiste kriege? Ein Lederponcho. Den kann ich sogar anziehen. Guck mal, und eine Hose. Das bringt jetzt nicht so viel. Genau wie das. Bringt auch nicht so viel. Hast du gerade genießt? Ja. Yep. Gesundheit. Siehst, Dankeschön. das hätte ich so gar nicht gehört, ne? Das habe ich jetzt nur gehört, weil du da drüben sitzt. Was bringen die Ja. Yep. Mausefallen eigentlich? Hast du da schon mal was mit zu tun gehabt? Nee, ne? Noch nichts. Okay. Nee, pass auf, liebe Leute. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Überlänge und so weiter hier reinproduziert. Also, wir beenden das Ganze für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und erkunden dann einfach mal so ein bisschen die Gegend. Vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut, tschüss. Tschö, bis morgen.